Hallo meine lieben Krebsherzen, lasst uns gleich beginnen. Was hält der August 2024 für dich bereit, wenn du eine private Legung bei mir buchen möchtest? Unten in der Infobox findest du meine Webseite www.sonnenherztarot.de und ich freue mich, dich dort auch begrüßen zu dürfen. Krebs. Warum bist du denn jetzt so ein kleiner Detektiv hier? Krebs im August. Was solltest du jetzt hier wissen? Welche Botschaft hier erwartet dich? Also ich sehe auf jeden Fall, der August wird hier sich für dich ein bisschen runter beschleunigen. Und der Narr als letzte Karte, sehr schön, ja. Also ich sehe hier die vier der Schwerter, der Ritter der Münzen. Das zeigt mir, es geht hier langsam im August voran. Also du wirst hier aufgefordert, in der Ruhe liegt die Kraft. Schau, dass du hier Zeit für dich findest, dass du hier genug Schlaf findest, insbesondere dich erholst, in die Entspannung gehst mit viel der Schwerter, ob es in Meditation ist oder mal nur Zeit für dich nehmen oder was auch immer es ist. Für jeden wird es hier unterschiedlich sein, aber wichtig ist, dass du hier endlich dich mal entspannst und dich ein wenig hier zurücklehnst. Wir haben als allererste Karte hier den Pagen der Stäbe. Das ist so die Energie. Du willst alles machen. Ja, du willst neue Dinge erleben, du willst neue Sachen ausprobieren. Also bei dir ist hier so der Entdeckergeist im August. Du willst neue Sachen entdecken. Du möchtest neue Sachen erleben. Vielleicht sagst du dir auch, boah, mein Alltag langweilt mich ein bisschen. Ich möchte wieder Pep in die Situation reinbringen. Ja, etwas, was mein Herz hier Freude bringt oder auch hier zum Singen bringt. Für einige ist es einfach hier auch eine Liebesangelegenheit, wo du sagst, hey, es kann nicht so weitergehen. Ich möchte jetzt endlich mal wissen, woran ich hier bin. Ja, du gehst hier auf Spionage, du schaust dir diesen Kerl oder diese Frau hier ein bisschen genauer an, du nimmst die Sache hier unter die Lupe. Irgendwas stimmt da hier nicht und du willst jetzt sofort wissen, aber in der Ruhe liegt die Kraft. Es kann auch sein, dass du hier bestimmte Träume hast und du darfst hier deinen Träumen ruhig vertrauen, mein lieber Krebs. Aber allgemein spüre ich hier eine neue Entdeckerenergie, ich spüre hier etwas Neues. Du entdeckst hier etwas Neues für dich im August. Nichtsdestotrotz wirst du dazu animiert, hier wirklich langsame Schritte, bewusste Schritte zu gehen. Und in der Ruhe liegt die Kraft. Du wirst ein bisschen ausgebremst, ist das, was ich hier spüre vom spirituellen Reich. Wir haben hier hinten den Pagen der Münzen. Ja, wenn du hier etwas investieren willst im August, dann schau es dir doppelt und dreifach an, weil wir im August auch uns im rückläufigen Merkur bis Ende August befinden. Deswegen Vorsicht vor großen Investitionen. Schau dir nochmal das Kleingedruckte an. Schau dir alles ganz, ganz genau an, bevor du hier in die Aktion trittst. Lieber eine Nacht darüber schlafen, bevor man hier ins Handeln gerät, ja, auch wenn dein Herz irgendwie sagt, ja, ich will es, schau es dir nochmal genauer an, ob es hier in der Liebesangelegenheit ist, ob es hier in der beruflichen Situation ist, mein lieber Krebs. Kleine Schritte bringen dich hier auch voran und wir haben hier als Ende der Nahe, ja, es ist gut, wenn du sagst, ich habe mich entschieden und ich sage, ich springe ins kalte Wasser, ich wage es, dann ist es ein gutes Zeichen, dies auch zu wagen. Ja? Dann kannst du auch mit der Energie des Nares da reingehen. Aber geh bitte hier nicht naiv und blindlings in eine Situation rein, die du einfach früher oder später hier sehr bereuen könntest. Als kleine Side-Note. Ja? Detailliert anschauen, detailliert in die Planung gehen, bevor du hier in die Handlung, in die Umsetzungskraft gehst. Lass dich nicht nur von dem Augenblick deines Herzens hier leiten, sondern hier schau nochmal genauer rein, was umfasst die Situation, ja? Was kommt da alles auf mich zu? Ja, schau es dir genauer an, wenn es hier eine Zusammenarbeit ist, hier mit jemandem. Definitiv ist es ein Herzensprojekt, ein Herzenswunsch, aber man muss nicht von heute auf morgen alles überstürzt entscheiden, sondern schlaf noch mal eine Nacht darüber und schau es dir einfach noch mal genauer an, mein lieben Krebsherzen. Wir haben hier den Magier. Du manifestierst etwas hier schon seit längerem
Und vielleicht hast du auch hier Träume darüber, wie es schon in deinem Leben eintritt oder wie du das schon in deinem Leben hast, in deinen Träumen. Also es ist hier auf dem Weg zu dir. Ich sehe auch, August ist voller magische Momente. Es sind die kleinen Momente. Halte deine Augen offen, damit du es nicht verpasst. Warte nicht nur auf die großen Momente. Es sind hier ganz, ganz viele kleine Momente im August. Magische Dinge, die dir passieren werden. Und du wirst die Dinge, die du benötigst, auch erhalten, um deine Manifestation hier anzugehen. Du musst einfach nur an dich mehr glauben. Ja, meine lieben Krebsherzen, was hält der August für euch? Noch bereit? Okidoki. Eine Karte ist auf dem Boden und die hebe ich zuerst auf und da haben wir der schöne Schein. Wenn es zu einfach klingt, zu schön, um wahr zu sein, dann schau hier noch mal genauer drauf. Manchmal sieht etwas schöner aus, als es ist. Es ist nur ein Schein, ja? Deine Aufgabe ist hier etwas zu durchschauen, zu durchblicken, genauer. Dann haben wir hier im Wandel, dein Leben steht hier im Wandel. Es kommt hier ein Richtungswechsel rein. Es ist so ein bisschen eine Umbruch-, Aufbruchstimmung hier bei dir. Aber geh hier nicht irgendetwas überstürzt drauf ein. Hole dir die nötige Unterstützung auch von deiner Familie, Freunden oder Menschen, die sich in diesem Bereich einfach gut auskennen und dich da auch gut beraten können. Insbesondere, wenn es hier um eine finanzielle Angelegenheit geht, such dir bitte dementsprechend auch Menschen, die davon Ahnung haben. Ja? Meine lieben Krebsherzen, dieses Deck Seelenführerkarten, dieses Orakel-Deck, so sieht das aus, gibt es von Let Go Flow. Unten in meiner Infobox ist das Ganze auch verlinkt. Ich habe da eine Kooperation mit ihr und du kriegst mit dem Code SONNENHERZ5 auch nochmal 5% Rabatt in ihrem Shop. Also wenn du das erwerben möchtest, wenn dich die Karten rufen, dann go for it, würde ich sagen. Krebs, August, du wirst jetzt auch gleich mal sehen, wie schön diese Karten sind. Es gibt auch im Shop Räuchersachen und natürlich Manifestationskerzen etc. Schau einfach mal rein. Du bist ein Star, Baby. Yes. Du strahlst wie ein Stern. Deinen Seelenführer leiten dich. Glücksphase. Genau, du bist ein Star und du wirst auch jemanden erkennen, der so tut, als ob er hier auch shiny ist, aber nicht shiny ist. Ja, weil Energie lügt nie. Das ist mein Motto. Und hinten im Deck haben wir die Balance. Ein Ausgleich ist nötig. Finde die Balance. Gleiches geben und nehmen. Nicht nur in die Handlungs-, in den Tatendrang, in die Handlungskraft gehen, sondern auch dich entspannen und Ruhephasen bitte einlegen, meine lieben Krebsherzen. Was hält noch der August für dich bereit? Lass mich mal sehen. Wir haben hier Lehrer, Teacher. Du lernst einen neuen Lebensweg. Du trittst hier einen neuen Pfad an, einen neuen Weg, der dich hier ins Ungewisse führt. Ich habe hier so das Gefühl, Aufbruchstimmung, ja, du bist gerade hier vor einer bisschen Verwirrung. Du weißt nicht genau, in welche Richtung du gehen sollst, aber du wirst schon die richtige Richtung einschlagen, weil du hier mit deiner Intuition zusammenarbeitest und weil du hier das Ganze relativ schnell durchschauen wirst. Eine Situation und dann, hoppala. Ja, dann hier für meine lieben Krebsherzen. Okay, wir haben hier Freiheit. Ich bin ganz bei mir. Frei zu sein bedeutet, meine Fesseln zu lösen. Ich spüre hier, du kommst mehr in deine Freiheit, in deine Selbstbestimmung, weil du hier deinen eigenen Weg einschlägst, der dir so viel, ja, dein Herz wieder hier höher schlagen lässt. Es ist ein Neuanfang mit dem Nah auch. Es gibt hier einen Neuanfang, eine neue Richtung. Du schaffst das. Ein neuer Anfang fragt nicht nach dem richtigen Moment. Yes, der wird einfach da sein. Und wir haben hier auch noch die Karte der Selbstliebe. Sich annehmen und akzeptieren. Eigene Stärken und Schwächen lieben. So bin ich und ich bin richtig. Du bist ein Star. Vergiss das nicht. Ja, und wir haben hier eine Lüge.
eine Lüge, die sich hier zeigen wird im August. Jemand ist nicht ehrlich zu dir. Jemand belügt dich. Du wirst das ganze Schauspiel hier durchleuchten und auch erkennen. Denn wie gesagt, meine lieben Krebsherzen, Energie lügt nie. Und dann kommen wir auch zu den letzten Karten für den August. Wenn ich auf die gute Absicht des Universums vertraue, wird Frieden Wirklichkeit. Also habe ich hier Vertrauen in das spirituelle Reich, ja? Weil die meinen es immer nur gut mit dir. Meine Kraft erschafft meine Wirklichkeit. Das, worauf ich mich konzentriere, ist das, was ich verwirklichen werde. Da, wo deine Energie hinfließt, dein Fokus ist, das wirst du mehr in deinem Leben manifestieren. Ich entscheide mich, durch Liebe zu lernen. Oh yes. Durch die Liebe, insbesondere hier in Partnerschaftsbeziehungen, wirst du so wachsen und wirst hier zu deiner Selbstliebe finden. Wunderschöne Energy hier, meine lieben Krebsherzen. Vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt mir Angabe oder auch einen Kommentar. Ich freue mich von dir zu lesen und wir sehen, hören und fühlen uns das nächste Mal. Goodbye!